meine lieben Kreativen. Ja, wie ihr schon gesehen habt in der Überschrift und wie ihr auch hier neben mir sehen könnt, habe ich heute ein Unboxing für euch. Ja, mehr dazu nach meinem Intro. Ja, der Micha, der hat bestellt bei Cosmalori, weil ich da ein Bild so toll fand und er auch noch ein anderes Bild haben wollte. Was hattest du dir nochmal ausgesucht? Das war der Indianer, gell? Eigentlich wollte ich nur den Indianer haben. Ja, eigentlich wollte er nur den Indianer haben. Das seht ihr aber bei ihm im Video. Und mein Video kommt jetzt halt danach online. Ne? Also so als Erweiterung. Ja, wie gesagt, also er wollte eigentlich, hatte er jetzt dann hauptsächlich nur bestellt gehabt wegen dem Indianer. Und dann hat er halt gesehen, ach ja, da kriegt man ja dann ein Bild auch noch kostenlos. Ja, den Buddha hat er nämlich für ganze 0 Euro bekommen. Ja, und für mich sind da auch noch 3 Bilder für rausgesprungen. Ja, ich habe gesagt, ja doch, das Bild, das ist aber so toll. Und aus einem sind 3 geworden, die er mir dann bestellt hat. Aber ich freue mich da, wie gesagt, tierisch drüber. Ja, bestellt hat er nochmal bei Cosmalori. Und genau, was er für mich bestellt hat, das zeige ich euch jetzt selbst nochmal in dem Video von mir. Und genau, gesehen habt ihr das ja zwar schon bei ihm, aber ich wollte euch das auch gern nochmal zeigen. So, ich sehe gerade, hier sind so ein bisschen ein paar Haare. Das ist halt der Nachteil, wenn man Tiere hat. Obwohl sie hier nicht rein dürfen, kann es mal passieren, dass ein paar hier drin landen. So. Genau, also ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem ersten. Ich habe das jetzt gerade schon hier aus der Tüte rausgeholt und dann gucken wir mal. Ja, und zwar, das Bild hat eine Größe von 30x40, also es sind 2 kleine Bilder, ein etwas größeres. Und ganz ehrlich, bei dem Bild und bei dem anderen kleinen konnte ich mich nicht entscheiden, welches ich nehme, weil ich fand sie beide so derbe, niedlich. Also, oh, ja. So, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar ist das ein Dumbo. Ja, der Dumbo im Rüssel von seiner Mama. Ja, das fand ich so niedlich. Und ja, obwohl ich immer noch finde, Dumbo ist ein trauriger Film, aber trotzdem liebe ich Disney und das ist ein Muss für mich. Gell, Micha? Mhm. Ja, ich habe schon gesagt, wenn das so weitergeht, kann ich bald eine komplette Wand nur mit Disney, hier, ne? Disney Diamond Painting Bildern machen. Ja, in der Mitte das riesengroße Schloss und ringsherum die ganzen kleinen. So, das Bild hat 18 Farben und hat runde Steine. So, ich zeige es euch mal gerade. Die sind richtig, richtig gut, die Steine. Ja, und hier auf der Tabelle hier an der Seite, an der Legende, da stehen auch die ganzen DMC-Nummern. Das heißt, wenn ich fertig bin, kann ich alles einsortieren danach. Und ich finde das so niedlich. Ich finde das richtig süß. Ich hole das mal gerade ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Also auch die Auflösung bzw. der Druck ist wirklich klasse. Na? Genau, das ist das erste. So, ich roll das mal gerade ein. Den Klebetest hat der Micha ja schon gemacht. Der war ja gut. So. Packe ich das mal gerade hier ein. So, das ist das erste. Gerade zur Seite. Da ist natürlich auch ein Toolkit bei gewesen. Das liegt jetzt hier neben. Und wie gesagt, der Micha hat jetzt eben auch abgedreht. Huch, das war das Falsche. Ja, und zwar das hier. Weil das hier ist nämlich vom großen Bild. Da ist nämlich direkt 3x Wachs mit drin. So. Wir kommen zu dem anderen kleinen. So. Da steht jetzt nicht die Größe. Ich roll einfach mal.
So, ich meine, das war 30 mal 30. Und es hat 20 Farben. Und auch das finde ich so süß. Ja, da sieht man jetzt nochmal richtig, wie halt auch im Film, dass Dumbo halt diesen Kragen von dem Zirkus anhat und sein Hütchen. Ja. Also das finde ich richtig, richtig niedlich. So, und auch hier sind es wieder richtig tolle Steine. Boah, das Türkis hier, das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Ja, also wie gesagt, ist eine Top-Qualität von Cosmalori. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also die machen echt tolle Sachen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wenn ich diese Bilder anfange. Ich habe ja auch noch ein anderes. Ich weiß jetzt gar nicht, was war denn noch von Cosmalori? Ach genau, der große Dumbo. Der große Dumbo, den ich hatte, den blende ich euch hier noch, unten nochmal ein. Das Bild, ne, von dem großen, das war nämlich auch von Cosmalori. Mir fällt gerade auf, ich habe von Cosmalori nur Dumbo-Bilder. Micha. Ne? Ja, der ist gerade ganz vertieft. Der ist gerade am Schreiben, wie man hört. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Ich muss hier schreiben. Ja, ist ja gut. Mach du da rein. So, wir kommen zum großen Bild. Und das habe ich ja eben auch schon gesehen. Ich finde das so toll. Also das Bild hat jetzt die Größe 40 x 80. Na, und wie gesagt, die haben alle runde Steine, die wir hier haben. Und es hat 22 Farben. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich Mehrfachaufsetzer habe in verschiedenen Größen. Weil wie man hier schon sehen kann, es ist alles eine Farbe. Gut, passiert halt. Ja. So, ich gehe mal ein bisschen hier zur Seite, damit ich das richtig ausrollen kann. Und auch das ist ein Dumbo. So, ja, ich krieg's fast komplett drauf. Das ist doch cool, oder? Also ich finde das Bild richtig süß. Wie gesagt, das hat eigentlich schon fast die Größe wie das Schloss. Das Schloss ist nur ein kleines bisschen größer noch, was ich habe. Ja. Ja, also wie gesagt, also hier mit dem Hintergrund und auch hier die Flächen. Da wird auf jeden Fall ein Mehrfachsetzer zum Einsatz kommen. Die sind echt alles eine Farbe. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, dafür gibt es ja die Mehrfachsetzer, ne? So, hier haben wir auch nochmal die Steinchen. Wie gesagt, die haben wirklich eine Top-Quali. Ja, also ich finde die richtig super. Und ich sehe auch gerade, also bei den anderen beiden war es nicht, hierbei ist es jetzt. Und zwar habe ich hier einmal in der Legende die DMC-Nummern. Und ja, genau. Und hier stehen die DMC-Nummern auch drauf, auf den Tütchen. Das ist immer gut, das finde ich immer super. Und es sind auch wieder richtig tolle Farben. Ja, ich finde es toll. Ich finde es toll. Wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 4 Dumbo-Bilder. Und ich liebe sie alle. Ich liebe sie alle. Ich finde sie richtig, richtig schön. Huch, nee, das war jetzt doof. So, packen wir hier wieder rein. Ja, ihr könnt mir ja mal verraten, dass ihr Disney auch toll findet, das weiß ich ja schon. Aber habt ihr irgendeinen Lieblings-Disney-Film? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare. In die Kommentare könnt ihr mir das reinschreiben. Und genau, weil ich habe jetzt... muss ich mal gerade überlegen, wie viele Disney-Bilder habe ich denn jetzt? Ja, ich komme schon selbst ganz durcheinander. Genau, mit der Mickey Mouse habe ich. Ich habe das Disney Schloss. Das Schloss mit den Ohren habe ich ja gemacht von Disney. Genau, nach dem Bild jetzt mit den Blumen, was ich aktuell mache. Danach kommt die Jasmin von Aladdin.
Ja, also es wird spannend. Ich liebe, wie gesagt, Disney-Bilder und Disney geht immer. Ja, obwohl ich dieses Jahr 35 werde, aber trotzdem, da bin ich Kind So alt. geblieben. Ja. ja, also wie gesagt, in dem Punkt bin ich wirklich Kind geblieben. Disney geht immer. Disney geht immer. Geh, Micha. Ja, also ich liebe es. So. Ja, wie gesagt, also das hier sind die Bilder von Cosma Lori. Und ich habe ja gesagt gehabt, ich blende euch, beziehungsweise ich habe euch ja das eingeblendet, nochmal das andere von Disney mit dem Dumbo. Genau, hoch, ich bin an mein Ladekabel gekommen. Ja, genau, also wie gesagt, das sind halt so die Bilder, die ich jetzt heute bekommen habe. Und Disney geht immer. Egal wie alt man ist, Disney geht immer. Ja, ich glaube, selbst wenn ich irgendwann Oma oder Uroma oder sowas bin, selbst dann werde ich mir noch Disney-Filme angucken und ich liebe es einfach. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und genau, beim Painten von den Bildern nehme ich euch natürlich mit. Wird allerdings ein bisschen dauern, weil ich jetzt zwei andere Projekte noch vorab habe. Und genau, dann werden wir mal gucken. Vielleicht mache ich auch so eine kleine Abstimmung, was wir dann als nächstes painten. Und ja, genau, schreibt mir einfach mal eure Lieblingsfilme von Disney unten in die Kommentare und da würde ich mich wirklich sehr, 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 sehr freuen, ja, wenn ihr mir das einfach schreibt. Ja, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.